Während die Wall Street heute so ein bisschen vor sich hin dümpelt, passiert aber Spannendes, vor allem bei Metallen, passiert Spannendes bei Silber, höchster Stand seit 2013. Gold steigt wieder über die 2400er Marke und auffallend ist, dass Metalle deutlich nach oben gehen, ob Platin, ob Aluminium, ob Zink, ob Nickel, all das steigt relativ deutlich. Ist die Frage ja, was passiert denn da eigentlich? Und eine mögliche Erklärung ist, dass da durchaus etwas läuft im Hintergrund, was nicht zu unterschätzen ist, denn eines wissen wir, es gibt eine gewisse Systemkonkurrenz, die Amerikaner haben den Dollar und sind dadurch dominant, wer die Weltleitwährung drückt, der kann andere drücken sozusagen, der hat also praktisch alle Machtmittel in der Hand, also versucht sich die konkurrierende Großmacht China immer mehr vom Dollar abzukoppeln, unabhängiger zu machen von den USA und interessanterweise gibt es ja seit einiger Zeit auch in China Future-Börsen auf Gold, Silber und andere Dinge. Das heißt, man ist da ein bisschen in Konkurrenz zur COMEX gekommen. Diese COMEX gehört der CME, also der Chicago Mercantile Exchange, und ist die Future-Börse für Rohstoffe, für Metalle genauer gesagt, in den USA. Also, da ist eine gewisse Konkurrenz und eine Future-Börse muss ja mindestens einen Teil der Metalle auch irgendwie vorhalten, wenn die gehandelt werden. Die müssen ja auch ausgeliefert werden können. Also ist da vielleicht eine Konkurrenz um diese Metalle. Das treibt die Preise nach oben. Und all das vielleicht ist auch ein Zeichen für, naja, eine Art Misstrauen gegenüber dem Dollar, nachdem die Inflation in den USA hoch bleibt und weder Trump noch Biden in irgendeiner Form erkennen lassen, dass sie die Fiskalpolitik ändern, also weniger Geld ausgeben, die Schuldenorgie zumindest eingrenzen, das ist überhaupt nicht in Sicht. Also sagen sich manche, das könnte vielleicht interessant sein, mal hier andere Assets nach oben zu pushen, wie eben Gold, Silber und Metalle. Wir wollen uns die Gemengelage mal anschauen. Wir sehen zunächst Silber auf dem höchsten Stand seit 2013. Über der Marke von $30.50 für eine Unze. Zuletzt gab es das im Jahr 2013. Wir hatten 2011 ja nochmal einen deutlichen Anstieg, sogar bis $50. Und wir sehen jetzt, dass Silber sich sogar besser entwickelt als Gold. Zuletzt aber, wie gesagt, auch Gold gestiegen. Und das, obwohl ja die Zinsen nach wie vor hoch sind. Normalerweise müssten ja solche Metalle profitieren, wenn die Zinsen nach unten gehen. Jetzt hat aber gestern die Fed anhand von einigen Speakern nochmal klar gemacht, nee, also so schnell werden die Zinsen nicht sinken. Und normalerweise zum Beispiel Silber, ja ein Metall, das auch durchaus in der Industrie verwendet wird. Sind jetzt die Wirtschaftsaussichten so großartig? Eher nein, wie wir gleich sehen werden, aber bleiben wir mal bei diesem Komplex Silber. Hier sehen wir zunächst mal, wir hatten ja diese unglaubliche Rallye 1979 und 1980 durch die Handbrüder ausgelöst und wäre das jetzt inflationsbereinigt, dann würde Silber auf $200 steigen, um sozusagen diesen damaligen Anstieg einigermaßen zu reproduzieren, interessanterweise. Und wir sehen, dass der Silbermarkt ein Angebotsdefizit hat. Es gibt also latent zu wenig Silber. Allein das ist schon mal auch natürlich eine interessante Investmentgeschichte. Und schauen wir uns mal die ganzen Metalle an. Wie gesagt, Aluminium, Kupfer steigt weiter, wir sehen Nickel 5% heute sogar gestiegen, Palladium, Platin, alles geht nach oben, kein einziges dieser Metalle auf Future-Basis heute im Negativen. Und wie gesagt, wir wissen, dass China sich unabhängiger machen will vom Dollar und daher zum Beispiel zuletzt verstärkt seine Bestände reduziert hat an US-Staatsanleihen. Einerseits, und wir wissen, dass andererseits China eben seine Goldbestände aufbaut. Die Zentralbank kauft Monat für Monat Geld dazu. Das heißt, faktisch verkauft man Dollars und kauft dafür Gold. Das ist auffällig, ohne in China ja mit Russland schon in Yuan oder in Rubel handelnd, mit dem Iran etc. Diese andere Achse China, Russland und Iran ist sozusagen das Gegenmodell zum Westen. Und hier hat mir heute Morgen jemand etwas gemailt, was ich super interessant war. Die Frage ist ja immer, warum reagiert Gold eigentlich nicht mehr auf die Zinsen?
Und seine Theorie ist, dass die chinesische Zentralbank, was bekannt ist, was ein Fakt ist, eben Gold kauft und nach dem Platzen der Immobilienkrise oder nach dem Platzen der Immobilienblase in China, genauer gesagt, brauchen die Chinesen neue Anlagen, kaufen also auch Gold. Die Zentralbank kauft Gold. Und dann eben diese Geschichte mit diesen Future-Börsen in China, die haben, wie er sagt, heimlich die Führung im Weltmarkt für Gold und Silber übernommen und trocknen die COMEX, also diese Future-Börse in den USA, aus. Dort wird jeder Kontrakt 600 Mal vor Auslieferung gehandelt. In China geht mehr als die Hälfte in die Auslieferung. Das heißt, das ist ja das große Problem auch bei Gold zum Beispiel. Es gibt ja viel mehr Papiergold als echtes Gold. Und wenn jemand mal sagen würde, ja gut, aber ich möchte jetzt mal eine Lieferung haben, dann würde dieses ganze System in sich zusammenbrechen. Daher schreibt dieser Leser hier, es ist klar, dass die COMEX irgendwann Deckung für ihr Papier braucht. Der Westen hat in den letzten 3 Jahren Silber und Gold entspart. Gold- und Silberminen sind von knapp 38% der World Assets 1970 auf nun 1% gefallen. Und jetzt eben auch diese Absicht der BRICS, sozusagen sich von dieser Dominanz des Westens, vor allem der USA, zu entkoppeln. Hier sehen wir das nochmal, Gold und Goldminen als Prozentzahl totaler Assets in der Welt nur noch 1%, 1981 waren wir noch bei 26%. Aber wie gesagt, nicht nur Gold und Silber, sondern wir sehen auch Kupfer vor allem hier wieder deutlich steigend. Die New Yorker Börse hat hier eben dann die Margen für Kupfer heute deutlich angehoben, um da sozusagen den Traffic ein bisschen runterzufahren. Vor allem einige Investmentfirmen haben hier deutlich zugegriffen. Funds have piled into COMEX Copper, wie es hier heißt. Wir sehen dann Nickel zum Beispiel deutlich jetzt in den letzten Tagen und Wochen gestiegen. Auch jetzt bedingt durch diese bürgerkriegsähnlichen Unruhen in Neukaledonien. Da hat Frankreich ja fast schon die Kontrolle verloren und Neukaledonien ist der drittgrößte Nickelproduzent der Welt. Also wir sehen, da kommt dann auch noch Geopolitik obendrauf. Und wie gesagt, wenn solche Metalle wie Silber, die sind stark auch in der Industrie verwendet. Das bedeutet, wird die Konjunktur nach oben gehen, ist das gut für diese Metalle, weil die Nachfrage dann steigt. Jetzt sehen wir aber anhand vieler Indikatoren, heute zum Beispiel die Frühindikatoren Leigh, sehen wir heute minus 0,6% statt minus 0,3% erwartet. Fast seit Monaten, seit vielen, vielen Monaten ist dieser Frühindikator negativ, war nur einmal ganz kurz positiv, aber immer noch sozusagen auf Rezessionsniveau. Da sagt jetzt das Conference Board, das diesen Frühindikatoren herausbringt, sagt, also vielleicht nicht unbedingt ein Signal für eine Rezession, aber dass wir schwerwiegende Headwinds for Growth vor uns haben, also dass das Wachstum deutliche Probleme bekommen wird. Und wir haben ja zuletzt gesehen, obwohl der Dow Jones auf die Marke von 40.000 gestiegen ist, der City Economic Surprise Index, der bemisst, wie stark die hereinkommenden Wirtschaftsdaten aus den USA von der vorherigen Erwartung abweichen, positiv oder negativ. Sehen wir, so negativ waren wir jetzt zuletzt im September 2022. Mit einem Wort, die Wachstumsaussichten sind es nicht, die hier offenkundig beflügeln. Also steigende Nachfrage eigentlich, die durch eine starke Wirtschaft entstanden oder entstehen würde. Zumal wir sehen eben, ich hatte das schon öfter gezeigt, das, was auf der Oberseite überrascht, ist die Inflation, und was auf der Unterseite negativ überrascht, sind die Wachstumsdaten, hatte ich schon mehrfach auch gezeigt, aber ist sehr, sehr wichtig. Und hier sehen wir mal, seit Biden im Amt ist, das ist nicht nur sein Fehler, sondern eben Corona und dann die Reaktion der Notenbanken darauf, die massiv Liquidität ins System geschüttet haben, Zinsen auf Null gesenkt haben, dann ist die Inflation seitdem, seit Biden im Amt ist, um 19,5% gestiegen. Heute kam eine Untersuchung in die Öffentlichkeit, die sagt, wer in den USA als vierköpfige Familie komfortabel leben will, der braucht im billigsten Bundesstaat, das ist Mississippi, $177.000 Jahreseinkommen. Wer das Ganze machen will in Massachusetts, der braucht schon mal entspannte $300.000. Also je nach Bundesstaat braucht man sehr, sehr viel Geld, um wirklich entspannt zu leben, um nicht jeden Pfennig umdrehen zu müssen oder genauer gesagt jeden Cent. Und die Frage, wie geht es denn da weiter? Zumal weder Trump, wie gesagt, noch Biden in irgendeiner Form
diese Schuldenorgie beenden wollen. Im Gegenteil, Trump will sogar die Unternehmenssteuern senken, will die Mittelschicht entlassen, nicht entlassen, sondern entlasten mit Steuersenkungen, würde also die Einnahmesituation weiter noch verschlechtern. Und auch Biden ist bisher nicht bekannt für extreme Sparsamkeit. Was da passiert, ist ja auch schon krass. Hier übrigens eine Umfrage, die Amerikaner trauen Trump mehr zu in Sachen persönliches Einkommen und Inflation, interessanterweise. Dagegen bei Biden sieht man Jobs und Wachstum eher im Vorteil. Gestern übrigens die Kampagne Biden-Harris stolz berichtet, ja, unter Biden ist jetzt der Dow Jones auf $40.000 gestiegen. Die Frage ist aber, wie geht es jetzt weiter, vor allem mit den Zinsen? Das ist auch für Gold und Silber wichtig und für die Metalle. Und hier hat jemand, der großes Gewicht hat an den Märkten, nämlich Mr. Reeder von BlackRock, gesagt, also die Fed müsste, wenn sie die Inflation bekämpfen will, nicht die Zinsen anheben, sondern senken. Ein Argument ist, dass vor allem die wohlhabenden Amerikaner eben von diesen Zinseinkünften extrem gut leben können und dadurch mehr konsumieren, dadurch mehr Dienstleistungen abfragen, was wiederum die Inflation nach oben bringt, ist eine Außenseitermeinung, so ein bisschen Erdogan-Style, der ja auch gesagt hat, hohe Zinsen sorgen für Inflation, niedrige Zinsen eben nicht. Aber in der Türkei hat sich das nicht bewahrheitet. By the way, Mohammed El-Erian, ehemaliger PIMCO-Chef, hat gesagt, also es gibt da einen gewissen Widerspruch zwischen der Erwartung der Märkte und den Aussagen der Fed, die sagt, naja, die Zinsen werden länger höher bleiben. Wie gesagt, gestern 4 Fed-Speaker, die ganz klar gesagt haben, trotz dieser minimal niedrigeren Inflation, die wir in dieser Woche bekommen haben, wird es erstmal keine Zinssenkungen geben. Die Märkte aber preisen das ein. Eben, Fragezeichen, auch Gold, Silber, Metalle. Wir werden sehen. Wenn wir jetzt nochmal zu den Aktienmärkten kommen, wir haben heute beim VIX, obwohl die US-Indizes nicht wirklich groß sich stark bewegen, ein neues Tief gesehen für das Angstbarometer. Es gibt also praktisch kein Bedürfnis nach Absicherung. Immer wenn Janet Yellen concerned ist, wenn sie besorgt ist, dann steigen die Aktienmärkte. By the way, davon sind auch die Konsumenten in den USA überzeugt. Hier die Michigan-Umfrage. Wie schaut es denn aus mit Aktien? Werden die steigen? Sehen wir einer der höchsten Werte in den letzten Jahren und Jahrzehnten. Die Amerikaner gehen also von weiter steigenden Aktienmärkten aus. Deswegen kaum Bedürfnis nach Absicherung. Put-Call-Ratio jetzt sieht Intraday-Levels, die wir zuletzt im Jahr 2021 gesehen haben. Damals ja Zinsen bei Null, Fed-Liquidität ins System geschüttet etc. Heute ja der kleine Verfall. 2,5 Billionen an Notional Options Exposure expires today, wie wir also heute sehen. Nicht der allergrößte kleine Verfall der Weltgeschichte, aber nicht unerheblich. Ich habe so das Gefühl, die Dealer, die Anbieter dieser Optionen versuchen so den S&P 500 um die Marke von 5.300 zu halten. Wichtiges Optionsniveau, möglicherweise zur Abrechnung eben unter dieses Niveau zu bekommen. Nächste Woche wird das seltene Highlight, weil kaum Konjunkturdaten kommen nächste Woche. Die Volumina ohnehin ja dünn, die Handelsvolumina. Aber das Highlight nächste Woche wird Nvidia sein. Barclays sagt ja, also das wird das nächste große Ereignis in Sachen Volatilität. BlackRock's CEO hat heute gesagt, also die G7-Staaten haben gar nicht genug Strom, um überhaupt so viele Datacenter zu bauen für Artificial Intelligence, also für KI. Und CoreWeave, die schon auffallend waren in der Vergangenheit, die haben wieder mal einen Kredit aufgenommen von Blackstone und anderen. Wahrscheinlich wird man dann wieder Nvidia-Chips kaufen, die gleichzeitig als Sicherheit hinterlegen. Nvidia ist beteiligt an CoreWeave, Blackstone und andere sind beteiligt an Nvidia. Wunderbare Dreiecksgeschäfte, man will das fortführen. Nvidia darf sich hier keine Verfehlung leisten, angesichts der Euphorie, die da ist. Und Euphorie gab es kürzlich auch noch in Sachen GameStop, AMC und diesem ganzen Meme-Dreck, der hier unterwegs ist. Und jetzt ist das passiert, was AMC schon gemacht hat, auch bei GameStop. Man wird weitere Aktien emittieren, praktisch hier bis zu 45 Millionen Aktien neu auf den Markt bringen. Das verwässert eben die bisherigen Aktien. Die werden dadurch weniger wert. Gleichzeitig hat man katastrophale Zahlen gemeldet, die wirklich besorgniserregend sind. Und all das in Zusammenhang mit
Roaring Kitty, diesem Influencer, wenn man so will, der dann plötzlich wieder aufgetaucht sein soll mit irgendwelchen Filmchen. Daraufhin ist ja diese ganze Geschichte entstanden. Und Zero Hedge kommentiert hier, ist das ein neues Businessmodell, wenn Firmen praktisch am Rand der Insolvenz sind, dann erstmal so ein Short Squeeze zu initialisieren durch Influencer. Und dadurch geht der Aktienkurs nach oben und dann können Sie Aktien platzieren am Markt. Genauso ist es gelaufen. Manche sagen, da ist der manipuliert worden. Da sind einige vorher long gegangen und haben dann diese ganze Geschichte künstlich initialisiert. Die Privatanleger waren ganz high. Der eine oder andere hat vielleicht Geld gewonnen. Die allermeisten haben irgendwo oben gekauft und sehen jetzt, dass die ganze Geschichte wieder abstürzt, so wie schon 2021 gewesen ist. Also die Dummheit mancher ist scheinbar grenzenlos. Abschließend, meine Damen und Herren, drei Empfehlungen. Montag ist ja Feiertag, DAX handelt, aber ich mache kein Video. Deswegen gibt es heute drei Empfehlungen. Die erste eben nochmal das, was Mr. Reader hier von BlackRock gesagt hat. Warum es in Sachen Inflation besser wäre, wenn die Zinsen sinken statt zu steigen. Hochinteressant, erste Empfehlung. Gerne weiterempfehlen auf Social Media. Dann Silber, höchster Stand seit 2013. Da gibt es sehr interessante Fakten in diesem Artikel, den ich Ihnen empfehlen möchte. Zweite Empfehlung mit wieder der Bitte um Social Media Teilung. Und die letzte, weil heute, wie gesagt, Sie dann ein langes Wochenende haben. Weitgehend unbemerkt von der Öffentlichkeit, sowieso von der deutschen Öffentlichkeit, passiert ein Kampf um Datenkabel. Es geht um die Dominanz im Internet zwischen den USA und China. Hochinteressant, werden Sie nirgendwo anders lesen als in diesem Artikel von Finanzmarktwelt. Also diese drei Artikel. Jetzt ein schönes Wochenende. Wir sehen uns am Dienstag. Servus, ciao.